So, Freunde, Dienstagabend, es geht weiter. Bevor ich jetzt hier allzu viel mache, werde ich hier unten noch schnell eine Heizerle zusammenbauen, damit ich hier nicht so frieren muss. Aber ganz vorher das Brett. Kann man sehen, Magnete hier hinten, hier rein, passt. Also ich wüsste nicht, was da verkehrt rum sein sollte, außer dass ich hier die Seite angeschliffen hatte, also mit einem Schwingschleifer geschliffen, und das die Sägeseite ist und die jetzt oben ist, also die Sichtkante. Ja, da muss ich halt noch etwas nacharbeiten, muss ich nochmal drüber schleifen. Aber ansonsten liegt das Brett hier sauber drin. Extra hier ein bisschen versenkt und ein klein bisschen höher als der Monitor. Das ist alles pure Absicht. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, und hier oben liegt ja dann noch die Glasscheibe auf. Also, ich bin vollkommen zufrieden. Aber ich muss immer noch die Schrauben dann reinwuchten. Nicht, dass mir die Klötzle noch runterfallen. Ja, passt. Wunderbar. Alles gut. Alles in Ordnung. Okay. Okidoki, sage ich jetzt einmal. Wir sehen uns nachher dann. Wahrscheinlich, wenn das Heizerle aufgebaut ist, wenn ich gegessen habe, wenn die Friseuse da war und so weiter und so fort. Aber dann bauen wir endlich die RGB, programmierbare RGB-Beleuchtung ein. Da liegt der erste Streifen. Pfeilrichtung. Ich denke, man kann es erkennen. Also sprich, gehen die Lichter so rum. Kabelführung kommt hier runter was. Dazu habe ich mir hier den Eimer schon hergerichtet. Da tue ich jetzt links und rechts ja schnell noch Löchern, Vertiefungen reinmachen. Das dort habe ich mittlerweile auch abgeschliffen. Dass wir eben hier das Kabel runterführen können. Aber das seht ihr ja dann gleich. Ja, mache ich links und rechts. Und dann klebt man die Leiste hin. Ja, und hinten gehen sie hier durch. Da und da. Und die quer muss ich halt noch auseinanderschneiden und löten. Oben habe ich schon angefangen, das Ding hier hinzupappen. Ja, und das kleben wir jetzt ganz einfach hier fertig rein. Also irgendwie mit dieser Rechnerei geht es sowieso nicht ganz auf. Ich denke, da ist andere LED-Streifen gemeint mit größeren LEDs. Ich glaube, da haben wir auf diesen Streifen ja schon 150 Stück oder so. Scheiße. Ein winziges Eck muss ich da noch wegnehmen vom Holz. Ist eigentlich aufgefallen, dass die Haare vorne rum ein bisschen kürzer wieder sind? Naja, egal. Ich musste kurz, oder musste Gott sei Dank kurz unterbrechen. Leider Gott sei Dank, also hilft nichts. Kohlen feuern vor. Und wer hilft mir heute, das Essen zu machen? Your Beef, Royal Spice und Udenheim Barbecue. Tja, was gibt es? Die Bacon Goodness Würste. Ja, und warum sollte ich die jetzt nicht kurz noch mit in das Video mit reinnehmen? Bacon Goodness ist ein Gewürz vom Jörn von Udenheim Barbecue. Wer es noch nicht kennt, ist sehr lecker. Ja. Ich warte jetzt noch, bis die Kohlen heiß sind und dann haue ich die Würstchen drauf. Alles per Handführung, weil Stativ steht hinten. Ach so, ja, und warum Royal Spice
Ja, die machen das Bacon Goodness Gewürz. So, die Restkohlen von der Rapterodactus. Ach so, das Video ist ja noch gar nicht erschienen. Lasst's euch überraschen. Wo habe ich mein Grillzengle? Oder habe ich vielleicht auch in Sindelfingen schon so eine Bacon Goodness, so ein Stückchen probiert? Ich weiß es ehrlich nicht. Auf alle Fälle, nachher kann ich sie probieren, kann euch berichten und ja, ganz genau. Dazu essen wir ganz gewöhnliche, einfache Pommes aus der Fritte. Ein paar Minütchen später hauen wir sie eben ja, mal direkt drauf. Lassen sie noch richtig schön angrillen und dann sind sie schon soweit fertig, dass wir reingehen können zum Essen. Jetzt sollte man sie aber dann gleich runternehmen, bevor sie komplett ausgesaftet sind. Yummy. Ja, sieht gut aus. Noch ein Minütchen drauf liegen lassen, schauen nach den Pommes und dann hole ich die Würstchen rein. Ja Leute, da liegen sie. Also ich finde sie auch von der Farbe richtig schön geworden und ja, wir verspeisen die jetzt mit Pommes. Yum. So, dann wollen wir mal. Lecker. So Freunde, Wurst gegessen, Pommes gegessen, Wurst war sehr lecker. Hallo Patricia. Ja, und was soll ich dazu sagen? Von der Konsistenz her, vom Gefühl, eigentlich wie eine selber gemachte Bratwurst. Also jetzt absolut nicht negativ gemeint, eigentlich schon positiv. Ja doch, lecker. Aber jetzt ab nach hinten wieder. Tada, den zweiten Streifen eingeklebt. Jawohl. Und ja, den hinteren Streifen liegt hier der Rest. Eigentlich auch noch ein ganzes Eck, aber ich brauche ja bloß so viel. Und da werde ich jetzt das Kabel anlöten. Leute, drückt mir die Daumen, dass ich nicht zu sehr zitter und ach, dieses und jenes. Ich hoffe, ich krieg's hin, ohne das Teil zum Zerstören. Tja, manchmal klappt sogar eine Lötung. Gott sei Dank. Jetzt noch den Schrumpfschlauch darüber verschrumpfen und reinkleben. So, die LED-Stripes werden drin, ringsrum. An allen vier Ecken habe ich jetzt dieses doppel-weiß-rote Kabel, sprich Weißmasse, Rot Plus. Hier unten kommt es irgendwo raus. Hier kommt eins raus. Und hier. Und ich habe jetzt beschlossen, ich werde auf alle vier Plus drauf geben. Ganz einfach, dass in so einem RGB-Stripe ja nicht zwischendrin der Saft ausgeht. Netzteil soll es hoffentlich packen, alles ohne Probleme. Das Äußerste. Ja, also Kabel, 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 Kabel. Dann anschließen. Und dann kommt noch der Controller selber irgendwo hier dann hin. Mache ich das heute noch, mache ich das morgen? Ich weiß es nicht. Tja, anfangen tue ich jetzt auf alle Fälle mal und ja, dann sehe ich weiter. So Leute, wir haben es jetzt schon wieder 10:45. Ich mache Feierabend. Also ich habe jetzt das Kabel hier noch angeschlossen. Drüben habe ich noch das Kabel angeschlossen. Und morgen geht es dann vorne weiter, links, rechts. An dem Brett eben habe ich die Ecken jetzt noch ein bisschen weggeschnitten, damit es hier nicht rapst. Ja, hier hat es leider schon ein bisschen gerubbelt.
gleich beim ersten Mal zumachen. Aber ja, es wird. Leute, es wird. Ein weiterer Tag. Was haben wir denn heute? Dienstag? Nee, Mittwoch. Heute ist ja schon wieder Mittwoch. Verdammt nochmal, die Zeit vergeht gerade so schnell. Es geht weiter. Das Controller-Teil halt. Den habe ich mittlerweile hier hingeschraubt. Die Plus-Minus-Verkabelungen aus jeder Ecke sind hier zusammengefasst und gehen auch schon ans Netzteil. Ja, und jetzt bin ich gerade hier dabei. Das Anschlusskabel vom Controller zum LED-Streifen zu machen. Ja, so sieht es aus. Fertig verlötet, die Schrumpfschläuche drüber, dann noch einen kompletten Schrumpfschlauch drüber und fertig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das schon gefilmt hatte. Der Controller ist drin. Ein Kabel geht da unten entlang. Hinten schon am USB eingesteckt. Da hinten. Und der Schaltplan liegt auch schon bereit. Ich werde mir hier jetzt das blaue Kabel schnappen. Und von den Schützen, von den Solonoids oder Solonoids, ach was weiß ich, wie man das ausspricht, und den ganzen Drücker, den ganzen Buttons, ja, die Kabel zum Pin Control 2 legen. Naja, ich weiß definitiv, dass man das blaue Kabel nicht ausreichen wird. Da werde ich mir morgen dann noch mehr besorgen davon, aber ich kann jetzt schon mal anfangen. Und an diesem Punkt würde ich jetzt dieses Video beenden. Und das nächste geht dann eigentlich schon weiter, wenn die ganzen Kabel drin sind. Und man spätestens hinten mit dem Aufbau anfangen. Der muss ja auch noch drauf. Ja. Oder sollten morgen die Teile kommen, erst einmal ein Ausbackerle. Aber das Video ist jetzt zu Ende, auch wenn ich ja noch ein bisschen was heute mache. Und was ich gemacht habe, seht ihr dann morgen im nächsten Video. Morgen, keine Ahnung, auf alle Fälle im nächsten Video. Tschaikowski, wir sehen uns.